Salzburg-Freilassing. Lang ersehnte Grenze für Flüchtlinge. Im Jahr 2015 kam es zu einer der größten Flüchtlingsbewegungen seit Ende des Zweiten Weltkriegs. Millionen Menschen aus Syrien, Irak oder Afghanistan mussten ihre Heimat verlassen, um Krieg und Terror zu entkommen. Viele kamen auf der sogenannten Balkanroute über die Türkei, Griechenland und die westlichen Balkanländer nach Österreich. Eines der häufigsten Zielländer war Deutschland. Salzburg und Freilassing wurden zu einem wichtigen Grenzübergang. Tausende Flüchtlinge versuchten, mit dem Zug nach Deutschland weiterzureisen. Im September und Oktober 2015 wurde der Zugverkehr zwischen Salzburg über Freilassing nach München kurzzeitig eingestellt. Viele gingen zu Fuß über die Saalachbrücke, um nach Deutschland zu gelangen. Täglich warteten tausende Männer, Frauen und Kinder in Salzburg auf eine Möglichkeit zur Weiterreise. Das Rote Kreuz organisierte gemeinsam mit vielen anderen Hilfseinrichtungen eine Notversorgung für die Flüchtlinge vor Ort. Die Tiefgarage des Salzburger Hauptbahnhofs wurde behelfsmäßig zur Flüchtlingsunterkunft umfunktioniert. Es waren insbesondere auch die freiwilligen Helfer, die sich rund um die Uhr um die Menschen kümmerten und etwa die Spendenverteilung organisierten. In den Monaten August bis Dezember 2015 wurden über 300.000 Flüchtlinge auf ihrem Weg nach Deutschland in Salzburg versorgt.